Pudox ist ein Pokémon mit den Typen Käfer und Gift, existiert seit der dritten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Wurmple und Panacon. Des Weiteren ist es das Gegenstück von Papinella. Pudox ist ein mittelgroßes, flugfähiges und schmetterlingähnliches Pokémon, beziehungsweise eher mottenähnlich, mit einem hauptsächlich lilafarbenen Torso und grünen Flügeln. Das Pokémon besitzt einen länglichen Körper und auffällig große gelbe Facettenaugen, in denen drei runde schwarze Einzelaugen zu sehen sind. Der kleine Mund befindet sich dazwischen. Auf dem Kopf wachsen die beiden gelben relativ dicken und langen Fühler und unterhalb des Gesichts sind vier kurze, rötliche Füßchen erkennbar. Der Hinterleib wird von einem kegelförmigen, mit Zacken besetzten Kranz umrahmt und Pudox hat auffällige große, giftgrün gefärbte Flügel, die in Form eines Halbkreises am Rücken wachsen. An den dunkler gefärbten Rändern sind feine Einschnitte sichtbar, hinzu kommen runde, rote Zierflecken und in seiner Shiny-Form sind die Flügel von Pudox braun und seine restliche Erscheinung etwas blasser gehalten. Pudox erlernt durch Levelaufstieg hauptsächlich Spezialattacken und greift Gegner mit Attacken verschiedener Typen an, indem es beispielsweise seine Gegner mit einer toxischen Flüssigkeit überschüttet und Giftschock einsetzt, sie mit Käferattacken wie Käfergebrumm und Silberhauch angreift oder mit seinen Flügeln einen schmerzhaften Windstoß erzeugt. Und durch Teams und Forms erlernt es überdies auch Attacken anderer Schadensklassen. Pudox besitzt zusätzlich die Fähigkeit Puderabwehr, die Spezialeffekte von gegnerischen Attacken blockiert. Andere seltener vorkommende Pudox besitzen die versteckte Fähigkeit Facettenauge, welche die Genauigkeit ihrer Attacken erhöht. Pudox lebt in Feldern und Bergen. Es ist ein nachtaktives Pokémon und wird von Licht angezogen. Und in hellen Städten findet man oft ganze Scharen von Pudox, die große Schaden anrichten, indem sie die Blätter der Bäume fressen. Für die Suche nach Futter nutzt es seine Antennen als Radar und folgt diesen fliegend. Bei jedem Flügelschlag wird extrem giftiges Puder in die Umgebung verstreut. Wenn es Gefahr wahrnimmt, so flattert es schnell, um sich mit diesem giftigen Puder zu umgeben und sich vor Feinden zu schützen. Dabei ist Pudox die Weiterentwicklung von Panacon, welches sich wiederum aus Wurmple entwickelt und stellt dabei die Endentwicklung dieser Reihe dar. Die drei Pokémon repräsentieren verschiedene Lebensstadien eines Falters, von der Raupe zum ausgewachsenen Tier. In den Spielen werden die Entwicklungen von Wurmple zu Panacon durch Level 7 und von Panacon zu Pudox durch Level 10 ausgelöst, wobei allerdings die Personality Value des Wurmples darüber entscheidet, ob es sich zu Schalacke oder Panacon weiterentwickelt. Das heißt, diese Entwicklung basiert aus zufälligen Komponenten. Mit seiner Typenkombination aus Käfer und Gift nimmt Pudox dabei Viertelschaden gegen Pflanze und Kampfattacken, halben Schaden gegen Gift, Käfer, Fee-Attacken, doppelten Schaden gegen Feuerflug, Psycho- und Gesteinsattacken und der Rest macht normalen Schaden.